Die Farbe Grün ist in der Ingenieurswelt salonfähig. Viele Konferenzen befassen sich heute mit der Entwicklung nachhaltiger Technologien. Zur Clean Tech Conference trafen sich Experten im November 2013 nun schon zum 7. Mal in München, um über Trends und Chancen zu diskutieren. Grün hat heute viele Facetten. Das spiegelt auch das Konferenzprogramm wider. Es spannte sich von der Frage neuer Geschäftsmodelle für das Smart Grid bis hin zu Konzepten für nachhaltiges Bauen. Viel berichtet wurde an diesem Tag über Modellhaftes, zum Beispiel über die Modellregion Südtirol. Dort wird heute in alpiner Kulisse bereits mehr als die Hälfte des Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien gewonnen. Das berichtet Wolfgang Sparber, der an der in Bozen ansässigen Forschungseinrichtung EURAC Research, das Institut für erneuerbare Energien, leitet. Das Wort Modellregion ist natürlich ein sehr ambitioniertes Wort. Auf der anderen Seite versucht Südtirol seit vielen Jahren im Bereich der erneuerbaren Energien und Energieeffizienz Schwerpunkte zu setzen und auch Akzente zu setzen. Das zeigt sich auf der einen Seite im Bereich der Anwendung. Auf der anderen Seite ist eine Region wie Südtirol auch irgendwo dazu prädestiniert, in eine solche Richtung sich zu entwickeln, insofern, dass sie großes Potenzial hat an erneuerbaren Energien und eine hohe Aufmerksamkeit der Bevölkerung in Bezug auf die Landschaft und auf die Energienutzung. Südtirol hat viele Ressourcen im Bereich der Wasserkraft, im Bereich der Biomasse, im Bereich der Solarenergie und im Bereich der Energieeffizienz, die noch auszuschöpfen sind und auszuarbeiten sind, und hieran wird gearbeitet. Also fassen wir es mal in Zahlen. Wenn man jetzt rein den elektrischen und thermischen Sektor betrachtet, dann ist Südtirol im Moment circa zu knapp 60% erneuerbar versorgt. Ziel ist es, bis zum Jahr 2020 auf 75% zu kommen. Und das heißt insbesondere im Wärmesektor noch stärker zu arbeiten. Das heißt, Energieverbrauch zu reduzieren auf der einen Seite und noch stärker auf Erneuerbare wie Biomasse, Geothermie, Wärmepumpen und Solarthermie zu setzen. Ein anderes grünes Vorzeigemodell kam aus der Architektur. Projekte für nachhaltig gebaute Stadtteile sprießen inzwischen europaweit wie Pilze aus dem Boden. Im Concept House Village in Rotterdam entstehen unterschiedliche Beispiele für künftige Architektur. Bert Heuer vom RDM Campus stellte die unterschiedlichen Konzepte für den architektonischen Ansatz des Concept House Village vor. Ganz oben natürlich das auf der grünen Wiese entworfene Null-Energie-Haus. Im wirklichen Leben geht es aber auch um die nachhaltige Sanierung bestehender Gebäudesubstanz. Auch hierfür präsentierte Heuer ein Beispiel. Viele der Programmthemen der diesjährigen Clean Tech Conference gehören längst zum Standardset einschlägiger Veranstaltungen. Ein Thema ist jedoch erst seit kurzem ins Visier grüner Technologien geraten. Es heißt Big Data und steht heute in der politischen Diskussion ganz oben auf der Tagesordnung. NSA und PRISM sind mit der Debatte um den Schutz privater Daten ebenso Teil der Big Data-Welt wie die Frage nach der Datensicherheit im Zusammenhang mit globaler Wirtschaftskriminalität oder dem Cyberwar. Big Data wird unsere Welt verändern und hat viele Facetten. Diese Datenanalyse liefert mehr als nur die richtigen Antworten auf gestellte Fragen. Big Data erlaubt es, Antworten auf Fragen zu geben, die bisher noch gar nicht gestellt werden konnten. Manchmal wird es mit Big Data sogar möglich, Antworten für Fragen zu liefern, an die bisher noch keiner so richtig gedacht hatte. Das Stromnetz wird mit dem Smart Grid intelligent und gerät damit automatisch in die direkte Einflusssphäre von Datenanalysten. Sie könnten Energieversorgern mit interessanten Prognosen dienen. Die wiederum sind auf die schöne neue Datenwelt noch nicht so richtig eingestellt, arbeiten prozesstechnisch noch im frühen vorigen Jahrhundert, so die einhellige Meinung von Experten. Den Versorgern steht eine mächtige technologische Revolution ins Haus. Was Big Data für die Branche heute tatsächlich schon leisten könnte, zeigt das Geschäftsmodell des Technologiedienstleisters Spacetime Insight. Das kalifornische Unternehmen bietet Versorgern und anderen Firmen kommerzielle Services auf einer Big Data-gestützten Plattform an. Das in den USA schon erfolgreiche Geschäftsmodell ist jetzt auf dem Sprung nach Europa. Unsere Innovation besteht darin, dass wir diese Daten sammeln, ganz gleich, wo sie herkommen. Betriebsdaten, Umweltdaten, Geodaten von Firmeneinrichtungen. Wir analysieren und korrelieren diese Informationen in ganz neuer Art und Weise.
Heutige Business Intelligence Software analysiert die Daten nur in Bezug auf Zeit und Raum. Zum Beispiel, sage mir, wie viele Kunden sind in dieser speziellen Region davon betroffen, wenn wir die Preise erhöhen. Das ist einfach. Das ist Zeit und Raum. Aber Sie können nicht antworten auf die Frage, sage mir, was passiert, wenn ein Blitz näher als 25 Meter neben meiner Einrichtung einschlägt und sie in die Luft fliegt. Wie viele Kunden von mir sind dann betroffen? Welche Haftung habe ich und welches finanzielle Risiko kann für mich daraus entstehen? Das sind Fragen, die konventionelle Business Intelligence Software einfach nicht beantworten kann. Aber wir können das. Und wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir empfehlen auch, welche Schritte zu unternehmen sind. Und an dieser Stelle kommt die Visualisierungskomponente ins Spiel. Wir analysieren die Informationen, erhalten Einsicht und liefern diese Kenntnisse visuell, intuitiv und schnell erfassbar aus. Der Mensch verarbeitet visuelle Daten wesentlich schneller als alle anderen Arten von Informationen. Er kann auf einen Blick das Wesentliche erfassen, verstehen, was passiert und darauf reagieren. Die Besonderheit? Spacetime Insight sammelt Big Data aus allen verfügbaren unternehmenseigenen, aber auch öffentlichen Quellen. Wetterservices, Umweltbeobachtungen, ja sogar Social Media. Alles kommt in den Topf, wird prozessiert und mit ausgefeilten Algorithmen zu Vorhersagen vollautomatisch hochgerechnet. Denn je mehr Daten für die Analyse verfügbar sind, desto besser wird die statistische Prognose. So if we look at the utility industry and the smart grid industry as a whole, what we see is really two trends. One is that wenn wir uns die Smart Grid-Industrie anschauen, dann sehen wir zwei Trends. Einer davon ist, dass die traditionellen Netzausrüster, die Sie sicher alle kennen, in Akquisitionen gehen und für Lösungen und Anwendungen besser werden wollen. Gleichzeitig versuchen sie, sich in Richtung der Informationstechnologie zu entwickeln. Wenn man auf der anderen Seite zu den heutigen IT-Unternehmen blickt, dann wollen diese Firmen verstärkt solche Betreibertechnologien selbst entwickeln. Noch gibt es zwischen beiden eine Trennung, aber alle versuchen, diese Brücke zu schlagen. Wir sehen das als einen ganz signifikanten Trend der Branche an. Der nächste Schritt ist aber, Lösungen anzubieten, die auf vorhandenen Daten aufbauen, auf Daten, für die diese Unternehmen auf beiden Seiten alle schon investiert haben. Diese Daten gibt es, sie müssen nur sinnvoll zusammengeführt werden. Diese Zusammenführung auf der nächsthöheren Ebene schafft einen Mehrwert. Das Beispiel zeigt die weitreichenden Veränderungen, die das Smart Grid bei uns bringen wird. Das intelligente Netz braucht, alle Experten sind sich da einig, eine weltweite Standardisierung. Der Weg führt daher weg von nationalen Energieversorgern. Ein mögliches Szenario der Zukunft? Erneuerbare Energien für ein vorwiegend dezentrales Verteilsystem. Es wird über ein globales Backbone von großen internationalen Kraftwerkbetreibern und global gemanagten Verteilnetzen abgesichert. Verwerfungen für die heutigen Energieversorger eingeschlossen. Mehr als 100 Jahre konnten sie in ruhigem und unbelastet ertragreichem Szenario wirtschaften. Jetzt sehen sie sich einer turbulenten, ungewissen Zukunft gegenüber. Denn das Smart Grid wird trotz regional unterschiedlicher Schwerpunkte die noch stark national fragmentierte Energiewirtschaft in einen globalen Wettbewerb führen. Das meint auch John Kulik, Chefstandardisierer der schwergewichtigen Organisation IEEE, die die technologische Ausgestaltung des weltweit kommenden Smart Grid maßgeblich mitgestaltet. In Bezug auf die Standardisierung wird das Smart Grid vieles ändern. Zwar gibt es in verschiedenen Regionen der Welt bei der Energietransition in das Smart Grid unterschiedliche Schwerpunkte. In China steht beispielsweise die Hochspannungsübertragung im Vordergrund. Das Thema Photovoltaikspeicherung ist in Japan bedeutsam. Oder in Deutschland der massive Ausbau erneuerbarer Energien als Ersatz für Atomkraftwerke.
Diese Fokusthemen für neue Anwendungen hören sich zunächst einmal sehr heterogen an. Dennoch gilt, dass sich der globale Markt mit dem Smart Grid vereinheitlichen wird. Denn alle diese unterschiedlichen Anwendungen lösen zwar verschiedenartige Probleme, aber im Grunde sind sie doch nur eine Facette des gleichen einheitlichen Netzes, das weltweit entsteht und das sie nur verlängern. Das Netz mit einheitlicher End-to-End-Kommunikation und einheitlichen Steuerungsmechanismen. So unterschiedlich die Anwendungen also auch sein mögen, alle haben das gleiche Gefahrenpotenzial. Für die Umsetzung all dieser weltweit unterschiedlichen Anwendungen brauchen wir deshalb weltweit einheitliche Standards. Facilitate the deployment of those different applications.